So, und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zu Metroid Zero Mission, dem Remake von Metroid 1 und dem fünften Eintrag des Metroid-Marathons. Und ich bin so gespannt drauf. Ich habe das ja schon mal durchgespielt, daher weiß ich circa, was kommt. Das heißt, eigentlich habe ich gar keinen Grund, so gespannt zu sein. Und ich habe das anscheinend schon mal angefangen. Löschen wir das einfach mal kurz. So. Ich habe das auf jeden Fall schon mal durchgespielt, auch vor 4 Jahren oder so. Das heißt, ich habe so ein bisschen keine Ahnung mehr, was eigentlich passiert, weil das vor 4 Jahren war. Nichtsdestotrotz sollte ich einigermaßen wissen, was ich tue. Ich habe jetzt 4 Metroid-Spiele durchgespielt, inklusive dem Spiel, auf dem das hier basiert. Ich habe das ja schon hinter mir. Daher, wie gesagt, irgendwie irgendwas wird schon passieren hier. Und wir spielen die Game Boy Advance-Version auf der Wii U, wenn man die da legal kaufen kann. Also, falls ihr spielen möchtet auf der Wii U, ist eine gute Gelegenheit. Und ja, dann würde ich sagen, kann man den Optionen noch irgendwas Witziges machen? Das macht gar nichts, oder? Ich glaube leider nicht. Was ist denn der Metroid Fusion Link? Okay, das wird nichts. Lassen wir das mal. Aber gut. Dann, let's go. Wir spielen noch normal. Ich sollte mittlerweile ja Übung haben. Der Planet Zebes. Einst, in friedvolleren Zeiten, war er meine Heimat. Lange bevor das Böse die Tunnelsysteme heimsuchte. Nun endlich werde ich die Geschichte meiner ersten Schlacht erzählen, die hier stattfand. Meine Zero Mission. Ah. Warte, ich muss es mal lauter machen. So. Short Shot Samus ist kein Big Shot. Let's go. Holen wir uns den Morphing Ball und dann... Oh, es ist ja eine Frau. Samus ist kein Mann. Wow. Das ist ja... Wusstet ihr? Shit, ich habe den Fakt vergessen. Nein, ich weiß es wieder. Wusstet ihr, dass der Varia-Suit eigentlich Barrier-Suit im Japanischen heißt, aber weil die Übersetzer das nicht gecheckt haben, haben sie ihn als Varia übersetzt und dann hat Nintendo das einfach beibehalten, ohne das jemals zu korrigieren. Damn! Halt die Imagine einfach. Chris, hör auf zu spoilern. Ich spoiler nicht. Nenn einfach nur Fakten, okay? Kalte, harte Fakten. Fakten, die sich nicht für deine Feelings interessieren. Stell dir vor, du bist eine Lebensform, die einfach nur lebt, um von der Decke zu fallen und zu explodieren. Es ist... Es ist halt schon live einfach. Das ist neu, ne? Das war im Original nicht, glaube ich, dass du dich auf so ein Ding gesetzt hast, deine Energie wiederherstelltest und dir gesagt wurde, wo du hin musst. Stell dir vor, du hast eine Karte in Metroid 1, Alter. Oh mein Gott! Würde ich schon leben, so ein bisschen. Ich meine, endlich wieder auf Zebes. Feels good to be back, so ein bisschen. So ein bisschen vielleicht wieder zu Hause, aber irgendwie, es gab eine Renovierung und alles sieht so ein bisschen schöner aus, was halt ein bisschen cool ist eigentlich. Da kann ich noch nicht rein, oder? Doch, kann ich. Shit, kann ich doch noch nicht. Witzig!
Weil wir noch keinen Big Shot haben und einfach noch ein Short Shot sind, kann ich nicht erlangen. Hier gibt es evolutionstechnisch Sinn. Hinterfrage Metroid-Evolution nicht, okay? Oh, nice. Und wir haben hier den Distance Beam. Time to be a big shot, finally. Dass hier nichts ist, ist kriminell. Ich mag es, dass wir nur nach oben schießen können. Das ist ein bisschen witzig, aber okay. Auch hier wieder gutes Tutorialization-Zeug, dass halt du das wegballern musst, um da wieder rauszukommen, weil du da hinten nicht hin kannst, weil es zu weit weg. Mega gut. Hier lernst du einfach, dass du diagonal schießen kannst. Halt, wie man Tutorials einfach richtig macht. Siehe Metroid. Insane gut. Oh mein Gott! Den Raum kenne ich. Spielt Zero Mission vor dem ersten Teil? Nein, das ist ein Remake vom ersten Teil. Und es ist anscheinend, also nicht nur ein Remake vom ersten Teil, sondern sogar eine Nacherzählung von Samus selber, weil sie ja gerade so einen Monolog abgehalten hat und wegen, yo, das war meine Zero Mission, Dude, bevor es meine Heimat war, je nachdem es meine Heimat wurde und die einfach von Space Pirates übernommen wurde. Tja, ich glaube, da kommen wir nicht hin. Das ist keine Karte. Schwumm, 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 schwumm. Hey, kann ich echt nicht nach unten zielen? Ah, doch, kann ich. Ich wollte schon sagen, warum ist das so ein Problem? Yikes. Nee, warte, von hier kam ich ja, oder? Genau, Metroid 1 hat ein erweitertes Ending, mehr oder weniger. Also, Zero Mission hat ein erweitertes Ending. Metroid 1 endet ja an einem bestimmten Punkt. Und dann ist das Spiel einfach vorbei und Zero Mission geht noch irgendwie eine halbe Stunde weiter, circa. Das ist halt auch voll schwierig, also halt, no joke, so, das ist, wenn ich mich recht erinnere, ist das keine unglaublich einfache Passage, tatsächlich. Bist du da hoch, Mädchen? Ja, dann halt nicht. Okay, I get it. Findest du mega doof. Vielleicht finde ich dich auch mega doof. Okay, da komme ich nicht dran. Gute Nacht, Manatee. Danke für deine eine Trilliarde Subs, die du gerade dagelassen hast. Schwupp. So, kommen wir hier durch. Oh, mega cool. Okay, da kommen wir aber nicht durch. Da brauchen wir die Bombs für und die Bombs holen wir uns jetzt, glaube ich. Zero Mission nur für Grafikhuren. Die echten OGs spielen einfach konstant nur Metroid 1 auf dem NES. Habe ich übrigens auch auf der Wii U, aber das sieht halt übelst bad aus irgendwelchen Gründen, weil die Wii U-Emulation einfach richtig kacke ist, was die NES angeht. Was ist denn hier los? Ich habe einfach so einen kleinen Bug auf mir drauf. Hey, Luna Libelli, was geht ab? Wandsprung! Nein, wir machen keine Sequence Breaks heute, ansonsten endlich wieder irgendwo, wo ich gar nicht hin möchte. Da muss ich mit dem Problem wieder klarkommen. Ich find's übrigens cool, wie hier die roten Dudes einfach super Speed drauf haben und die Gelben sind einfach total gechillt und leben einfach nur ihr Leben. Ey, man kann speichern, ne? Krasse Neuerung. Im Gegensatz zu Metroid 1, wo du halt ein Passwort eingeben musstest. Ah,
Rockets! Manche sagen, es ist nur ein Bug, aber ich sage, es ist auch ein Snack. Shit, da kommen wir nicht lang. Ich habe das Gefühl, da kommen wir auch nicht lang. Daher, oh Gott, da kommen wir definitiv... Oh Gott, oh Gott. Kommen wir... Oh Gott. Junge, mach nicht so einen Quatsch. So, okay. Wow, 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 wow. What? What, 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 what? Warte, oh Gott. Hä, mach die Raketen an. Ach, das geht mit R, okay, shit. Nani? Ja, das gab's aber nicht in Metroid 1. Daran würde ich mich erinnern. Warte mal, kann man das nochmal triggern? Das war random? Kommt das nochmal wieder? Weil da war... Ich war gerade nicht darauf vorbereitet, dass ich mit R Raketen schießen muss und nicht mit Select. Er kommt an zwei Stellen abwechselnd, bis er tot ist. Okay, das finde ich gut. Und schon haben wir wieder einen kleinen Buggy an uns dran. Aber wir haben keine Raketen. Weil einfach ein bestimmter Wurm meint, einfach auftauchen zu müssen. Ach, die machen mich langsam. Okay, ja, das ist natürlich doof. Auch das ist neu. Das gab's, glaube ich, in Metroid 1 nicht. Kannst du Raketen droppen, Junge? Ach, fuck it. Ah, das war... Gott. So. Okay, man braucht nur noch eine, dann ist ja gut. Ich dachte, man braucht wieder fünf, um so ein Ding zu öffnen. Ja, Special Editions und Nintendo ist immer so eine richtig pikante, prekäre Situation, brisante Situation. Wir sagen prekante Situation, aber das macht keinen Sinn. Aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Brisante Situation. Weiß ich nicht. Lohnt es sich heutzutage noch, die Metroid-Serie anzufangen? Also, ich habe jetzt die letzten 5 Tage circa die ganzen Metroid-Spiele gespielt und ich kam gut durch. Yo! Okay, Bitch. Suck meine Titties, Alter. So, geht auch. Nachdem ich jetzt die Steuerung ein bisschen gelernt habe, wusste ich dann doch, was ich machen sollte. Hashtag Girlboss. Nehmen wir noch einen Energy Tank mit.
Speicherstationen sind hier auch an jeder Ecke, ne? Damn. Seid damn, Brudi. Die Space Pirates wollten einfach wirklich, dass wir safe sind, wenn wir hierher kommen. Finde ich gut. Wenigstens einer, der auf uns aufpasst. Dass man nur eine Rakete braucht. Insane gut. Ist halt ein Handheld-Titel. Ja, aber das war Metroid 2 auch. Und da hattest du pro Stunde so ein ein Save-Punkt, Alter. Oh fuck. Nicht die Käfer! Okay, da können wir gar nicht hoch. Das ist schade, aber okay, kann ich mitleben. Treppe, danke fürs Verschenken eines Subs! So, dann ab nach oben. Okay, da kommt, so kommen wir, was? Warte. Keine Ahnung, da kommen wir nicht hoch. It's impossible. Das müssen wir später machen. Keine Walljumps für uns. Warte, wir können da unten noch lang, wir haben Raketen. Ich fand tatsächlich, dass Other M gar nicht so schrecklich war, wie alle gesagt haben. Halt, jetzt muss ich das Spiel auch mal in Schutz nehmen. Ich finde das ja mega witzig, wenn man sich halt über Spiele, die Fehler haben, immer so ein bisschen lustig machen kann. Aber ich finde, dass mit Other M wird schon so ein bisschen krass überzogen. So, das ist schon, das ist schon so, schon ein bisschen übertrieben. Wie krass das ist. Nur weil Samus ein paar Daddy-Issues hat, macht es das Spiel noch nicht schlecht und Adam zu keinem schlechten Charakter. Aber halt wirklich, ich fand Other M tatsächlich relativ unterhaltsam und es hat eigentlich echt Bock gemacht, das durchzuspielen. So. Halt, wenn man endlich alle Fähigkeiten hatte und dann so durch die Space Station düsen konnte, das war schon ein bisschen cool. Also, werde ich mich jetzt nicht hinstellen, zu tun, als ob Other M halt ein schlechtes Spiel wäre, weil es halt einfach nicht ist. So. Es ist halt vielleicht jetzt kein klassisches Metroid, wie man es halt kennt und erwarten würde, aber halt als Actionspiel featuring Samus fand ich das eigentlich schon ziemlich kompetent und unterhaltsam, so. Halt ja, am Anfang ist das echt fragwürdig, dass Samus halt einfach Adams Bitch ist und halt einfach irgendwie überhaupt gar keinen Lebenswillen hat. Das ist halt weird AF. Aber ansonsten, so jetzt mal, halt im weiteren Spiel ist sie dann ja auch so, ach, vielleicht sollte ich nicht auf Adam hören. Vielleicht sollte ich einfach mal meinen eigenen Scheiß machen. Und dann macht sie ihren eigenen Scheiß und dann ist ja auch gut. So, dann girlbossed sie halt ihren Weg einfach durch das ganze Ding durch und cool, so. Dann ist ja alles super. Außerdem war das Ende krass. Das war schön, das mochte ich gerne. Und der Epilog war auch cool. Thank you.
Ja, das mit den, wie es mit den Fähigkeiten in AVM gelöst ist, ist einfach echt richtig bad. Also das kann ich halt auch nicht verteidigen. Da werde ich mich auch nicht hinstellen und sagen, dass das eine gute Idee war. Da hätte man hundertprozentig eine andere Lösung für gefunden, als ich muss darauf warten, dass man mir erlaubt, meine Waffen zu benutzen. Bla. So, das ist halt einfach echt richtig schlechte Charakterisierung und richtig schlechtes Game Writing und Design und bla. Wie gesagt, das kann man nicht verteidigen, finde ich. Das ist halt einfach echt dumm. So, das verdient jede Kritik, die das Spiel kriegen kann und wird und tat und täte. Könnt ihr aufhören, so mega dumm zu sein, Alter? Scheiß Fliegen, ey. Geht doch, ey. Aber halt, sobald sich das so ein bisschen beruhigt hat mit den ganzen Fähigkeiten-Bumsen, dann ist ja alles cool. So, dann hast du halt deinen ganzen Shit und kannst halt machen, was du willst. Und das finde ich dann halt okay. Dann ab da wird das Spiel halt voll gut, finde ich. Yo! Dachte irgendwie, ich bin mal witzig. Und dann hat sich das vorher ausgezahlt, witzig zu sein. Frage ist jetzt nur, wie kommt man nach da? Ha! Kann ich mich an die Dings hängen? Ah, das funktioniert nicht. Ihr Witzfiguren, dann funktioniert das aber. Pass auf. Pass auf! Warte, wir müssen weiter nach hier. So. Are you shitting me? Come on. Oh, come on! Eh. Komm schon. Ich hatte den Rhythmus doch eben gerade raus. So. Geht doch. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Alle so, oh, da musst du später wieder hin. Das kannst du doch gar nicht. Das ist nicht zu schaffen. Das ist unmöglich. Just saying und so. Wir kommen doch nicht mehr hoch. Ah! Geht auch. Alles gut. Wir sind Bomb Jump Only Run. That's not how this works, glaube ich. Okay, was sagt die Karte? Haben wir eine Karte? Wir haben eine Karte, ne? Okay, da ganz oben müssen wir noch hin. Oh mein Gott. Irgendwie ist das Springen in diesem Spiel echt anstrengend, habe ich das Gefühl. Hä, wie habe ich das gerade geschafft? Ich glaube, da kommen wir gar nicht hoch, oder? Ah! Warte, das kriegen wir hin. Ich kann das. Ich habe den Walljump gemastert. Shit, vielleicht doch nicht. Shit, vielleicht doch. Man weiß es nicht. Okay, das Vieh da oben ist halt ein bisschen im Weg. Not gonna lie, so. Not gonna lie.
Ja, das wird nichts. Da müssen wir gar nicht rein. Also das kannst du bestimmt hinkriegen, wenn du da jetzt 30 Minuten rumprobierst. Und dann würde ich das wahrscheinlich auch irgendwie schaffen. Aber fuck this. Als ob ich da rein muss. Ich gehe nach hier. Ich muss nach hier, oder? Genau. Das sieht gut aus. Let's go. Komm her, gebt mir Energie. Denn nur dafür seid ihr da. Komm her, komm her, komm her, komm her. Erstmal von dem Käfer weglaufen. Ja, wie so ein aufgescheuchtes Huhn. So. Okay. Gleich haben wir's. Sick. Sick. Weiter geht's. Ist hier irgendwas? Es sieht so aus, als ob hier irgendwas sein sollte eigentlich. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich habe was vergessen. Mädchen, hör auf, durch die Säure zu laufen. Screw Attack 1. Hauen Sie raus, bitte. So, war das hier? Oh mein Gott, ich erinnere mich an... Oh mein Gott, ich erinnere mich an die Dinger hier, an diese beiden Schächte. Ich habe ein Erlebnis. Kann ich nicht da hoch? Ah, warte, das war nicht das mit dem Bomben. Warte, warum mache ich den... Warum kill ich den Dude eigentlich nicht? Easy, so. Zuallererst ich habe so Zahnschmerzen, ich hasse das. Ey, Zahnschmerzen am Wochenende ist einfach the worst, so. Oh, da kommen wir noch nicht durch. Ihr Teaser, Alter. Witzige Dudes. So, anyway, was ich eigentlich machen wollte, war hier rein. Hahaha, ich wusste es. Ich wusste es. Warte. Yes! Nice! Ja, mega gut! Oh! Und alle so, oh! Und die Menge geht, oh! Und ich bin so, yes! Mega gut! Mega gut! Ich liebe das einfach. In drei Spielen an derselben Scheißposition. Halt, wie based kann man eigentlich sein? Oh mein Gott, mega gut! Also ich weiß nicht, ob das jetzt so viel einfacher war als in Super Metroid oder ob ich einfach nur besser geworden bin mit dem Placement der Bomben. Aber ich glaube, es ist ein bisschen einfacher. Oh, halt auch der Wandsprung ist einfacher. Aber hier ein fettes Yo-ho an alle. Thank you.
Warte mal, nee, ich muss nach unten, ne? Genau, ich muss nach unten. Also, um zu klären, ob die Steuerung tatsächlich einfacher ist, müsste ich jetzt echt nochmal super spielen. Ich glaube nicht, dass ich super auf der Wii U installiert habe, dass ich das einfach mal kurz anmachen könnte. Also, Bombjumps in Super waren tatsächlich diese Dreiersprünge richtig angenehm. Erinnere ich mich so dunkel. Da waren die Einersprünge echt tricky, aber du kannst ja so Dreiersprünge dann machen. Damn, evil, Alter. Mother Brain hat ein Auge auf Samus geworfen. SNES Ghost! Was geht ab? Was ist denn das für ein Ventilator? Ach, wahrscheinlich Screwjump, ne? Bleh. Come on, Mädchen, don't do it. Das wird nichts. Ja, Mother Brain ist einfach übelst eifersüchtig, so, weil Samus ist halt einfach mega das Pretty Girl und Mother Brain ist halt literally einfach nur noch ein Gehirn. Relatable einfach. Hä, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hiervon was kaputt machen kann. Ah. Junge, come on. Geht doch. Yo, hau raus. Info wird gestern mal 3D, jetzt wieder 2D. Es gibt halt bisher nur ein 3D-Metroid, was an dieser Zeitlinie ankommen würde. Daher geht's jetzt mit 2D-Metroids weiter. Und da es halt einfach gefühlt 17 Remakes zu Metroid 2 gibt, muss ich die alle so ein bisschen aufsplitten. Noch nicht hoch? Ah, come on. Ich habe das Gefühl, hier kommen einfach einige Töne nicht. Kann das sein? Warte mal kurz. Hier und zum Speicherpunkt.
Hier sind doch sonst überall Speicherpunkte. Halt literally überall. Du meinst, du traust keine Sequence Breaks zu? Nee, leider echt nicht. Hä, wo ist mein Speicherpunkt hier? Sonst waren die echt an jeder fucking Ecke und jetzt brauche ich einen und es kommt einfach keiner. Das wird in Warpform leider so gar nicht schwierig einfach. Es geht hier echt, glaube ich, einfacher als in Metroid auf dem SNES. Jetzt komme ich nur nicht mehr hier hoch. Sad life. Also ja, so einfache Sachen kriege ich dann wohl doch hin, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe, irgendwie irgendwelche Abilities out of order zu holen. Das meine ich halt eher damit. Okay, Safe Room. Ich muss kurz mal gucken, ob das alles eine Richtigkeit hat hier. Warte mal kurz. Alternativ komme ich hier. Nein. Wir kommen hier nicht in. Nee, kommen wir nicht. Okay, warte. Kann ich hier vielleicht was ändern? Nein. Muss mal ganz fix gucken, weil ich habe das Gefühl, da kommen manche Sounds nicht. Sollte normalerweise das Aufsammeln eines. Eines Items nicht so einen Sound abspielen? Wir machen das kurz mal so. Einfach um zu checken, ob auch alles richtig ist. Ah, verdammt. Witzig. Yo, shit. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ich bin gerade so ein bisschen verloren. Okay, ich muss noch. Hier bin ich richtig, ne?
Hä, bin ich dumm? Wo muss ich hin? Muss ich nicht ein... Entweder muss ich da hoch oder da runter? Oder... Hä? Spoiler Power Grip holen. Ja, das hilft mir leider nicht weiter. Habe ich hier noch was übersehen? Da kam ich ja nicht hoch. Kam ich da oben irgendwie weiter? So viel zum Thema, ich werde schon klarkommen, so. Yeah. Oh shit, ich sterbe gleich. Nicht so gut. Wir müssen nach Criteria hoch. Sekunde, ich heile mich kurz mal, falls ich nicht drauf gehe. Oh, okay, die heilen einen nicht. Ja, gut. Ups. Such dir einen Guide, sonst war es eine lange Nacht für dich. Nein! Ich habe das doch schon zweimal durchgespielt jetzt. Einmal als Original, einmal als Remake. Eigentlich muss ich doch wissen, was ich hier tue. Und eigentlich ist das ja hier auch richtig. Wenn wir echt einen Power Grip holen sollen, dann müssen wir hier irgendwo hinkommen. Halt, ich muss halt echt nach oben. Tun wir mal so, als ob ich gar keine Ahnung hätte, was ich tue. Dann müssen wir einfach weiterkommen gerade. Hier gibt es ja nur einen Weg dann. Das heißt, hier sind wir tatsächlich richtig. Hier ist halt Shit, weil da kommen wir nicht hoch. Theoretisch. Und hier kommen wir weiter, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich. Ich werde Dread sowas von direkt zum Release spielen, Alter. Da werde ich nicht ewig drauf warten. Hey, dude, come on. Was ist hier los? Okay, dann halt nicht. Unbekanntes Objekt. Okay. Zumindest heilt er uns, das finde ich fair. Halt richtig witzig wäre es, wenn ich, okay, witzig, 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 mega witzig. Richtig cool wäre es, wenn ich einfach Metroid Dread auch in einem Stück durchspiele. Oh, come on, are you serious, so? Warte, da kann ich noch nicht rein. Das kann doch nicht richtig sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier richtig bin. Ah!
Oh Gott. Wo bin ich? Ja. Mein Glück bin ich wieder irgendwo, wo es safe ist, Alter. Lost on Zebes. Ja, halt mega so. Was ist los? So, auf den Stein ist doch dieses Symbol von den Dudes, die irgendwas, ja, diese Power Dudes sind das. Wie heißt, haben die einen Namen? Die auch diese ganzen Charge Teile haben irgendwie. Gott, das sieht alles so aus, als ob ich hier nicht sein sollte. Power Dudes ist der richtige Begriff, das dachte ich mir schon. Ist es das hier, was ich machen muss? Nee. Oh, okay. Hey, jetzt tut nicht so, als ob ihr nicht wisst, welche Power Dudes ich meine. Okay, da kommen wir auf jeden Fall auch nicht lang. Es muss schon das hier sein, ne? Weltraumpiraten? Halt, wenn du bei den Chozo so einen neuen Beam aufsammelst, sind das doch auch diese kleinen Dinos, die, so eine Kugel im Maul haben. Zumindest sieht das so für mich aus. Der Power Dude ist der kiffende Sohn von Mother Brain. Come on! Hört auf, mich zu ärgern. Ihr wisst, was ich meine. Sind das Chozo-Statuen? Aber in klein dann? Okay, das ist cool. Ich habe komplett vergessen, dass das geht, ehrlich gesagt. Das sind Vögel. Also ich glaube weiterhin, dass das Power Dudes sind. Das kannst du nicht. Du kannst mir nicht das Gegenteil beweisen, so. Das ist unmöglich. Da oben kommen wir rein, oder? Hä, das ist so prädestiniert, als dass hier nichts ist. Was ist das Problem, so? Oh, wir sind wieder auf unserem Schiff. Ich finde, wir haben genug getan. Ich finde, wir können wieder gehen. The End. Die Chozo-Statue Power Dude. Oh, das ist cool, dass wir hier uns hochziehen konnten. Gutes LP, goodbye. Aber das ist doch nicht alleine das Zeichen vom Powerbeam, oder? Doch. Nee. Plasmabeam, so hieß der. Gar nicht auf Powerbeam. Was ist hier los, so? Mein Gehirn ist einfach kompletter Matsch, Mann. Heißt das, dass ich jetzt hier auch weiter kann, weil ich mich jetzt an da Sachen hochziehen könnte? Tatsächlich kann ich das. Insane. Aber ich komme hier nicht weiter, weil wir immer noch die Power-Raketen nicht haben. Weißt du, alles ist hier einfach Power. Der Power-Laser, die Power-Raketen, der Power-Suit, Power-Samus, Power-Dudes, Power-Türen. Videospiele sind schon ziemlich krass. We need more power.
Ich meine, wenn das hier die SNES-Version wäre, dann würde das sogar stimmen, weil da war ja der Slogan irgendwie Now You're Playing With Power, glaube ich, von Nintendo damals. Genau, hier waren wir ja schon. Hier ist ja alles schon eingesammelt. Der Power Glove. Das Power Up. Stell dir einfach vor, das nächste Metroid, was rauskommt, ist einfach Metroid Power M. Let's go, ich bin bereit. I got the power! Jetzt kann ich mich hier hochziehen. Bringt mir nichts, aber es geht. Ah, warte, wir können uns hier hochziehen. Was uns auch nichts bringt. Aber es geht. Ah, schade. Ey, ich hab total Bock auf, Ape Escape. Ich könnte da nichts machen. Habe ich einfach übelst Lust drauf. So, nachdem wir festgestellt haben, dass Mono-Sound ein bisschen kacke ist, stelle ich wieder auf Stereo um. Wann Ape Escape Remake, Sony? Das ist eine echt gute Frage. Ah, warte, wir können ja hoch, ne? Genau, ich bin ein Idiot. Also die Frage ist halt nicht nur, wann Ape Escape 4 Remake, sondern wann Ape Escape 4 Remake. Ape Escape Remake, sondern wann Ape Escape Power Remake, okay? Das ist viel wichtiger. Physics don't apply to me. Bye. Oh, ich liebe, wie wir das jetzt einmal im Style von Super Metroid gesehen haben, von Metroid auf dem NES und jetzt einfach nochmal geremaked auf dem Game Boy Advance, Alter. Diese ganzen alten Teils so. Halt wundervoll. Liebe ich ganz, ganz doll. Okay, hier können wir noch nicht weiter. Ah, okay, ich wusste, dass man da oben irgendwie... Irgendwas war hier doch. Ey, die Bubble-Räume sind einfach... Sie sehen hier super widerlich aus, weil das aussieht, als ob das Augen wären, Mann. Okay. What? Warum kann man das kaputt machen? Richtig interessant. Die Map sagt, wir müssen beim unteren Raum lang. Okay. Thank you.
Wir schaffen das, aber wir schaffen das definitiv nicht. Oh shit, wir schaffen das nicht. Ah, das schaffen wir aber. Alles gut. Wieso, das war doch einfach. Das ist der Power Dude, den ich meinte. Halt, der sieht einfach genauso aus wie der Dude auf dem Steinkram. Halt so ein kleiner Drache mit einem Orb im Maul. Das ist der Dude, der dir Powers gibt, Mann. Oder sieht das irgendwie anders aus eigentlich? Ja, das ist jetzt der Ice Power Dude. Und generell gehören die alle zur Rasse der Power Dudes, weil das einfach die Dudes sind, die dir Power geben. Ihr könnt jetzt so tun, als ob das nicht stimmt, aber dann wisst ihr, dass ihr euch selber belügt. Daher, ist er ein Vogel? Der sieht nicht aus wie ein Vogel, der sieht aus wie eine Echse, Alter. Wie so ein kleiner Dino, der einfach eine Kugel im Maul hat. Halt, ihr könnt euch belügen und sagen, dass das nicht so ist, aber dann wisst ihr einfach selber, dass das falsch ist. So, er sieht aus wie ein kleiner Dino. Davon ab stammen Pflanzen von... Nee, warte. Da stammen Pflanzen von Dinos ab. Come on! Habt ihr denn nie in Biologie aufgepasst, dann wüsstet ihr nämlich auch, dass Pflanzen eigentlich von Dinos abstammen. Und die wurden dann zu Power Dudes, okay? Und irgendwo macht das bestimmt ganz viel Sinn. Ah! Erstmal einen Telegram-Channel aufmachen und die einzige Wahrheit verbreiten. Das klingt auch nach einem Plan. Okay, ich glaube, so wird das hier nichts. Mädchen, was ist dein Problem? Hör auf. Oh mein Gott. Ich habe jetzt wieder eine 10. Klasse in Bio. Nach den Ferien schön Vorträge über Verhütungsmittel. Also ich finde, du solltest Vorträge über Power Dudes halten und wie sie sich vermehren und dass Dinos zu Pflanzen wurden und... You know? Ich finde, das ist wichtiger Content, den man in der Schule lernen sollte. Über Power Dudes zu reden, ist ein perfektes Verhütungsmittel. Come on. Was ihr jetzt bräuchte, irgendwer muss dieses Meme-Template suchen mit dem Typen, der auf so einer Party mit so einem Mädchen ist, der da so mit ihr redet und sie hatte so total den gelangweilten Gesichtsausdruck und er erzählt ihr irgendwas von Power Dudes. Sie ist halt voll so. Und irgendwann muss das Template fertig machen. Vielen Dank. Falls irgendwer weiß, was ich meine. So, warte mal kurz. Wo müssen wir hin? Wieder nach oben. Okay. Also der Text muss dann irgendwie sein, wusstest du, zuerst gab es die Dinosaurier und die wurden dann zu Pflanzen und anschließend zu Power Dudes. Und es gibt Ice Power Dudes und Plasma Power Dudes und Wave Power Dudes.
Und die sehen aus wie kleine Echsen, die kleine Bälle im Maul haben, aber das sind eigentlich Vögel und oh mein Gott.